Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Wolli und ich, mit einer nächsten Geschichte. Ne? Genau, heute erzählen wir euch eine Geschichte von einem großen Fest. Das feiern die Juden und wir feiern heute Gründonnerstag. Und die Geschichte erzählen wir euch gleich. Und weil es so ein schönes Fest ist, wollen wir auch ein Lied zu einem Fest singen. Wir feiern heute ein Fest. Ich glaube, ihr singt es vor. Wenn ihr es noch nicht kennt, lernt ihr es ganz schnell. Genau, probieren wir es mal zusammen. Wir feiern heute ein Fest und singen miteinander. Wir feiern heute ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Ich sing's mal vor. Wir feiern heute ein Fest und singen miteinander. Wir feiern heute ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, wir laden alle ein. Ganz einfach, oder? Wir feiern heute ein Fest und klatschen miteinander. Dann könnt ihr schon mitmachen. Wir feiern heute ein Fest und klatschen miteinander. Wir feiern heute ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein. Herein, herein, wir laden alle ein. Heute bist du eingeladen in die Wüste. Die Wüste ist ein ganz besonderer Ort, denn hier geschehen spannende Dinge. In der Wüste gibt es mehr zu entdecken als einfach nur Sand. Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Land, das zu einem ganz großen Teil aus Wüste besteht. Vom Land Israel. In diesem Land gibt es kleine Dörfer und es gibt auch eine ganz große Stadt. Diese Stadt heißt Jerusalem. Und ich wohne in diesem Land. Mein Name ist Siba. Ich bin 6 Jahre alt. Und ich habe einen Bruder. Das ist mein Bruder David. Vielleicht kennt ihr uns schon und seid mit uns einmal unterwegs gewesen. Heute sind wir beide ganz früh aufgestanden. Wir sind aufgeregt und losgegangen und haben schon ganz, ganz viele Schritte gemacht. Wir sind zusammen unterwegs mit vielen Menschen und natürlich auch mit Jesus. Wir sind unterwegs in die große Stadt, denn wir alle wollen ein Fest feiern, ein großes Familienfest, das Pessachfest. Dieses Fest ist für uns Juden das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Und deshalb wollen wir euch heute davon erzählen. Mit dem Wort Pessach ist es nämlich so. Es ist ein ganz altes Wort für vorüberschreiten. Vorüberschreiten, ausziehen. Ausgezogen sind vor ganz vielen Jahren unsere Urgroßeltern und auch die Urgroßeltern von allen Menschen, die in Israel leben. Wir werden nämlich das Volk Gottes genannt oder das Volk Israel. Denn wir alle leben in dem Land Israel und wir alle gehören zu Gott. Aber nicht immer hat das Volk Gottes in Israel gelebt. Vor langer Zeit war das Volk gefangen in Ägypten
und sie alle mussten schwer arbeiten für den Pharao, für den König des Landes. Doch dann hat Gott sein Volk befreit aus Ägypten und sie sind ausgezogen aus der Gefangenschaft. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte ja schon und könnt euch noch an vieles erinnern. Denn in dieser Geschichte ist etwas ganz Wunderbares passiert. Gott führte sein Volk zum Meer, das in der Wüste war. Und er teilte dieses Meer für die Israeliten, damit sie hindurchgehen konnten und ganz am Ende frei waren. Und danach schloss sich das Meer wieder hinter ihnen. Alle Juden, also auch wir, erinnern sich jedes Jahr am Pessachfest an diese Geschichte. Und gemeinsam freuen wir uns über die Freiheit. Und das beginnt heute Abend, das Fest. Dabei wird ganz viel gesessen und dabei wird ganz viel gegessen. Denn am besten kann man sich an alte Geschichten erinnern, wenn man das tut, was die Menschen damals getan haben. Brot essen zum Beispiel. Solches Brot wie das Matzen, das ganz flache Brot, das ohne Sauerteig gemacht wird. Deshalb heißt unser Fest auch das Fest der ungesäuerten Brote. Aber nicht nur wir werden heute Abend zusammensitzen und zusammen essen, sondern auch Jesus wird mit seinen Freunden zusammensitzen. Und er wird mit ihnen gemeinsam das Brot teilen. Er wird es zerbrechen und jedem seiner Freunde ein Stück von dem Brot geben, damit sie sich an ihn erinnern, wenn er nicht mehr da ist. Und das ist eine Geschichte, an die sich die Christen erinnern, die also für euch ganz wichtig ist. Deshalb nennt ihr diesen Abend, an dem Jesus mit seinen Freunden das Brot geteilt hat, auch Gründonnerstag. Da ist noch viel mehr passiert an diesem Abend, wichtige Dinge. Vielleicht könnt ihr sie ja einmal in der Kinderbibel anschauen, diese Geschichte. Aber ich frage mich, was wirst du heute an diesem Abend mit deiner Familie machen? Vielleicht wirst auch du mit deiner Familie Brot teilen und an Jesus dich erinnern? Also das war mal, finde ich, eine richtig schöne Geschichte. Cool, hab total was gelernt heute. Und ich glaube, morgen lernen wir noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, was mir gefallen hat? Dass Gott immer mit allen mitgegangen ist. Das finde ich schön. Und Gott ist ja auch bei uns. Nicht nur beim Volk Israel, sondern auch bei uns. Bei allen Menschen. Das finde ich super. Und deshalb singen wir wieder, wie immer, unser schönes Schlusslied. Seid ihr bereit? Dann kann's losgehen. Dann singen wir wie immer unser Schlusslied vom Anfang bis zum Ende. Bereit? Okay. Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mir und über dir. Denn
immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Denn immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Dann sagen wir zwei Tschüss, bis morgen am Karfreitag. Und schau wieder bei der Julia ihrem Basteltipp vorbei.